Das ist das modernste Pumpspeicherkraftwerk der Welt. Genau genommen ist es ein Berg im Inneren Montafon. Nicht weit von der Grenze zwischen den beiden österreichischen Bundesländern Vorarlberg und Tirol. Aber in diesem Berg verbirgt sich ein technisches Wunderwerk, das zumindest zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung Ende 2008 weltweit neue Maßstäbe setzte. Doch leider sieht man davon heute auch 150 Meter tief im Berginneren nicht wirklich viel. In der Maschinenkaverne kann man nur noch erahnen, welche Dimensionen sich hier verstecken. Als man 2004 mit dem Bau des Kopswerk 2 begann, wusste man allerdings genau, wohin die Reise gehen sollte. Das Kopswerk 2 soll die Verbindung der alpinen Wasserkraft mit dem Ausbau der Windenergie, insbesondere im Norden Deutschlands, herstellen. Die Windkraft wird in Deutschland ja sehr stark ausgebaut. Derzeit sind etwa 20.000 MW Windkraft am Netz. Der Wind bläst nicht immer dann, wenn der Strom benötigt wird. Er bläst auch zu Zeiten, wo der Strom nicht benötigt wird. Um hier einen Ausgleich zu schaffen, sind die alpinen Wasserkraftwerke geradezu prädestiniert. Und das Kopswerk 2 soll den weiteren Ausbau in der Windenergie in Deutschland ermöglichen. Begonnen hat die Geschichte des Kopswerk 2 eigentlich schon in den 1960er Jahren. Damals entstand die gewaltige Staumauer für den Kopsee, in dem das Wasser für das Kopswerk 1 gespeichert wird. Und schon damals dachte man über ein zweites Kraftwerk nach, das ebenfalls aus dem Kopsee gespeist wird. In den 1990er Jahren wurde das Projekt immer konkreter. Und im Jahr 2002 begannen die Ingenieure der Vorarlberger Illwerke mit ersten Planungen für ein neues Pumpspeicherkraftwerk, das nicht nur Strom erzeugen, sondern auch das Wasser zurück in den Stausee pumpen kann. Mit Hilfe von Versuchsreihen, wie hier an der Technischen Universität Graz, bei denen die optimale Bauweise von Teilen des Kraftwerkes erprobt wurde, entwarf man schließlich ein völlig neuartiges Wasserkraftwerk. Das Kopswerk 2 enthält einige Innovationen. Für mich selber beachtlich und überraschend, dass eine Technologie, die ja über 100 Jahre bewährt ist, noch technisch gesteigert werden kann. Wir haben hier eine Technologie installiert, wo es möglich ist, auch im Pumpbereich von 0 bis 100% regelfähige Pumpen zur Verfügung zu stellen. Trotz intensiver und umfassender Vorarbeiten waren bis zum Baubeginn natürlich noch eine Menge Hürden zu überwinden. Da das Land Vorarlberg Hauptaktionär der Vorarlberger Illwerke ist, musste der Vorarlberger Landtag das Projekt genehmigen. Aber auch in der Gemeindevertretung der Standortgemeinde Gaschurn gab es intensive Diskussionen über den Nutzen, aber auch über die Beeinträchtigungen für den Tourismus während des Baus. In einem aufwendigen Umweltverträglichkeitsverfahren wurden zahlreiche Begleitmaßnahmen fixiert, die ein möglichst umweltschonendes Projekt sicherstellten. Die Auflagen betrafen den umweltfreundlichen Transport des Ausbruchmaterials ebenso wie die Einhaltung verschiedener Grenzwerte im Umfeld der Baustelle. Und schließlich mussten auch Partner gefunden werden, die sicherstellten, dass es nach der Inbetriebnahme Abnehmer für den Strom des Kraftwerkes gibt. Im Oktober 2004 war der offizielle Auftakt für den Bau des Kopswerk 2. Die ersten Sprengungen, die sogenannten Stollenanschläge, fanden kurz hintereinander an drei verschiedenen Orten statt. Denn von nun an wurde nicht nur im Tal beim Zugang Stollen rund um die Uhr gearbeitet, sondern gleichzeitig an mehreren anderen Orten. Es galt, dem Berg jene Hohlräume abzutrotzen, in denen schließlich fast das ganze Kraftwerk Platz finden sollte. Gearbeitet wurde dementsprechend überwiegend unter Tag, und zwar auf drei Baulosen, die jeweils von einer eigenen Arbeitsgemeinschaft betreut wurden, die aus unterschiedlichen Firmen bestand. Insgesamt waren von nun an bis zu 1000 Bergarbeiter, Techniker, andere Fachkräfte und Lieferfirmen damit beschäftigt, das gewaltige Bauvorhaben zu realisieren. Rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr.
Hier ein kurzer Überblick über den Ort, an dem all das geschah. 80 Kilometer südlich des Bodensees an der Grenze zwischen Tirol, Vorarlberg und der Schweiz liegt das Silvretta-Gebirge. Es ist Teil des inneren Montafons, dem Kerngebiet der Vorarlberger Illwerke. Hier wurden in einer logistischen Meisterleistung an den unterschiedlichsten Baulosen zur selben Zeit ganz verschiedene Arbeiten verrichtet, die in diesem Film natürlich nur nacheinander darstellbar sind. Zum besseren Verständnis beginnen wir mit einem Überblick über die Lage der einzelnen Baulose. Das Wasser für das neue Kraftwerk wird im Kopsspeicher in 1800 Meter Seehöhe gesammelt. Von hier aus fließt bereits das Wasser für das Kopswerk 1 zum unterirdischen Kavernenkraftwerk in Partennen. Am Grund des Sees musste ein zweites Einlaufbauwerk errichtet werden, damit das Wasser aus dem See in das neue Kraftwerk abfließen kann. Dazu musste der See vorübergehend sogar fast völlig geleert werden. Parallel zum bestehenden Stollen des Kopswerk 1 musste hier im Berg ein zweiter Druckstollen gebohrt werden, der 5,5 Kilometer lange Versalstollen 2, der mit Hilfe einer großen Tunnelbohrmaschine entstand. Dort, wo der Druckstollen in den steilen Druckschacht übergeht, entstand das Wasserschloss Außertafermund, ein eigenes Baulos mit einem komplexen System unterschiedlicher Kammern und Schächte. Der nun folgende Druckschacht, durch den das Wasser über 1100 Meter unter hohem Druck steil nach unten fließt, wurde vom Tal aus mit einer eigenen Tunnelbohrmaschine aufgefahren. Und schließlich entstand auf Höhe des Talbodens 150 Meter tief im Berg das Herzstück des Kopswerk 2. Die rund 100 Meter lange und über 60 Meter hohe Maschinenkaverne, in der nicht nur die Turbinen und Generatoren, sondern auch die riesigen Pumpen Platz finden mussten, mit deren Hilfe das Wasser zurück in den Kopsee gepumpt werden kann. Dazu wird es zunächst im Rifa-Becken, dem bisherigen Ausgleichsbecken des Kopswerk 1, zwischengespeichert. Ende 2004 begannen also die Ausbrucharbeiten für die Maschinenkaverne. Dazu mussten zunächst einmal Stollen gesprengt werden, durch die das Gestein in der ersten Phase abtransportiert wurde. Die Zugangsstollen waren für die Baufahrzeuge, aber auch für die Transporte der Maschinenteile vorgesehen und sie dienen auch der Zufahrt in das fertige Kraftwerk. Sie mussten jedenfalls so dimensioniert sein, dass später auch die größten Maschinenteile durchpassen. Man musste also Jahre vorausplanen. Neben den Zugangsstollen wurden in dieser Phase auch schon Stollen für die Stromkabel und für den Abtransport des Ausbruchmaterials angelegt. Der Vortrieb erfolgte in diesem Bereich ausschließlich durch Sprengungen, mit deren Hilfe Meter für Meter abgetragen wurde. Nicht nur der Zufahrtsstollen, auch die große Kaverne entstand im konventionellen Sprengvortrieb. Der erste freigelegte Hohlraum war das Deckengewölbe der Kaverne, das sofort mit Ankern und Baustahl armiert und mit Spritzbeton versiegelt wurde. Dennoch war die Decke relativ leicht erreichbar. Aber je tiefer man die Kaverne ausbrechen würde, desto schwieriger würden solche Arbeiten werden. Von da an arbeiteten sich die Mineure Schicht für Schicht nach unten in den Berg. Gesprengt wurden jeweils ein paar Meter Fels, denn die Sprengladungen waren gerade so dimensioniert, dass keine unnötigen Gefahren entstanden. Das war aber längst nicht die einzige Herausforderung für die erfahrenen Techniker und Mineure. Die Besonderheit der Baustelle ist, dass solche Kraftwerke, unterirdisch Kavernenkraftwerke, natürlich selten gebaut werden. Man hat sehr viele verzweigte Stollensysteme,
Man braucht spezielle Geräte, die was sonst im Tunnelbau nicht üblich sind. Und für das Personal ist das halt eine große Herausforderung, weil jeden Tag irgendwie andere Tätigkeiten zu tun sind. Schon in dieser frühen Phase des Baus wurde an den Wänden der Kaverne die Kranbahn installiert, die man bald einmal für den Transport von Baumaterial und Baumaschinen brauchen würde. Denn je tiefer die Kaverne wurde, desto schwieriger war es, mit den Maschinen hineinzukommen. Die betonierten Konsolen waren aber nicht nur für den vergleichsweise kleinen 12-Tonnen-Baukran ausgelegt. Später sollte hier ein Doppelkran mit 2x130 Tonnen Nennlast installiert werden. Die Kaverne wurde nun quasi Geschoss für Geschoss vergrößert, mit Hilfe tausender Sprengungen. Zunächst wurden dafür zahlreiche Löcher in den Fels gebohrt, in denen die Sprengladungen nach einem genauen Plan verschwanden. Dann musste die Kaverne jeweils für ein paar Minuten komplett geräumt werden, während denen die nächste Schicht abgesprengt wurde. Nach jeder Sprengung wurde das Gestein entfernt, zuerst mit Baggern und Radladern, dann wurde es am Fuß eines eigenen Schutterschachtes in einem Steinbrecher verkleinert und schließlich per Förderband zur Deponie im Freien transportiert. Rund ein Jahr lang dauerte es, bis die Maschinenkaverne ihr volles Ausmaß erreichte. In dieser Zeit wurden über 100.000 Kubikmeter Fels abgesprengt und abtransportiert. Der entstandene Hohlraum jeweils mit Ankern und Spritzbeton gesichert. All diese Bauarbeiten wurden vom ersten Moment an von besonderen Vorkehrungen begleitet, die für größtmögliche Sicherheit sorgen sollten. Denn natürlich lauern auf so einer Baustelle unzählige Gefahren. Durch die Fahrzeuge, die sich in den engen Stollen bewegen, ebenso wie durch Sprengungen, die mit entsprechend großer Sorgfalt durchgeführt wurden. Ein Ergebnis dieser Maßnahmen darf durchaus vorweggenommen werden. In den 4,5 Jahren zwischen dem offiziellen Anschlag und der Eröffnung des Kraftwerks musste im Gegensatz zu früheren Kraftwerksbauten kein einziges Menschenleben beklagt werden. Und auch die wenigen, leider unvermeidbaren Unfälle blieben zum Glück ohne schwerwiegende Folgen. Am 11. Dezember 2005 war es dann soweit. Der tiefste Punkt der Sohle war erreicht. Die Mineure hatten sich über 60 Meter nach unten gearbeitet. Und einen Hohlraum von rund 100 Meter Länge, über 60 Meter Höhe und 30 Meter Breite geschaffen. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Bauzeitpläne so gestaltet, dass wir heute so weit sind, wie wir sind. Andererseits muss ich gestehen, es ist atemberaubend, wenn man dann das tatsächlich Geschaffte sieht, dass das wirklich möglich war, in dieser Zeit auch zu machen. Wir wissen nicht, ob wir so ein Bauwerk noch jemals wieder bauen. Natürlich ist es eine große Herausforderung und eine gewaltige Motivation, das auch zeitgemäß und kostengemäß herzubekommen. Diesen gewaltigen Anblick sollte es aber nur wenige Wochen lang geben. Denn gleich nach dem erfolgreichen Ausbruch wurde begonnen, die Kaverne wieder zu füllen. Doch zunächst blicken wir noch kurz zu den anderen Baulosen des Korpswerk 2. Während die Kaverne Schicht für Schicht den Berg abgerungen wurde, begannen in einem der benachbarten Stollen die Vorbereitungen für die Auffräsung eines weiteren heiklen Hohlraums, der Druckschacht zwischen Kaverne und Tafamund. Die Männer, die hier die Tunnelvortriebsmaschine zusammenbauen, wissen, dass ihnen eine schwierige Aufgabe bevorsteht. Der Schacht wird nämlich auf seinen 1135 Metern Länge gleich mehrere Gesteinsschichten durchstoßen. Geologen und Mineure mussten da trotz aller Vorbereitungen auch mit Überraschungen rechnen. ,60 Meter war der Durchmesser des Bohrkopfes, der in den ausgesprengten Stollen eingefahren und dann in seine Arbeitsposition gebracht wurde. Meter für Meter grub sich die Fräse nun über 38 Grad schräg aufwärts. Die Steigung betrug damit rund 80%. Die Grenze des Machbaren für eine Tunnelbohrmaschine war damit beinahe erreicht. Denn der Abtransport des Materials würde bei einem noch steileren Schacht schier unüberwindliche Probleme verursachen.
Zielstrebig ging es nun aufwärts, unterbrochen von regelmäßigen Wartungsarbeiten. Denn die Rollenmeißel auf dem Fräskopf nützen sich im harten Fels ab. Und dann müssen die Servicetechniker durch schmale Öffnungen bis in den Hohlraum zwischen Fels und Fräse klettern, um sie auszutauschen. Aber auch ungeplante Unterbrechungen blieben nicht aus. Wenn sogenannte Störzonen auftauchten, weiche oder besonders feuchte Gesteinsschichten, musste das Gestein mühsam stabilisiert werden. Doch abgesehen davon kam die Maschine ihrem Ziel immer näher. Und am 10. November 2005 war es dann doch soweit. Die Tunnelbohrmaschine erreichte ihr Ziel, nämlich den exakten Durchbruch zu jenem Schachtteil, der schon zuvor in konventionellem Vortrieb von Tafamund aus aufgefahren worden war. Der erfolgreiche Durchschlag wurde denn auch gebührend gefeiert. Zurück im Tal befinden wir uns in einem der Stollen rund um die Kaverne. Es ist ein ganzes Netzwerk von Stollen, die hier entstehen, unter anderem für die Unterwasserführung zwischen Maschinenkaverne und dem Ausgleichsbecken Rifa. Dort wird das für den Turbinenbetrieb genutzte Wasser des Kopfsees zwischengespeichert und im Pumpbetrieb von hier in den See zurückgefördert. Die Unterdükerung der Bundesstraße und der daneben fließenden Ill gehörte aufgrund des lockeren Gesteins zu den schwierigsten Abschnitten des Stollenbaus. Das Rieferbecken brauchte auch ein neues Ein- und Auslaufbauwerk für das Kopswerk 2. Hier musste besonders schnell gearbeitet werden, weil das Becken normalerweise als Zwischenspeicher für die beiden anderen Kraftwerke in Partennen dient. Die riesigen Rohrschüsse dienen als Panzerung des Unterwasserdükers zwischen dem Ausgleichsbecken und dem Krafthaus. Wenige Wochen später ist auch das Bauwerk selbst fertiggestellt. Bald darauf erfüllt das Rieferbecken wieder seine bisherige Funktion. Ein paar Kilometer entfernt am oberen Ende des Garnifertales steht die mächtige Staumauer des Kopfsees. Gleich daneben ist der Eingang zum Baulos 1, ein rund 1 Kilometer langer Zugangsstollen, durch den die Tunnelbohrmaschine für den langen Versalstollen an ihren Bestimmungsort gebracht werden soll. Auch hier, im Fensterstollen Oberwald, arbeiten sich die Bergleute zunächst mittels Sprengvortrieb in den Berg. Gleich danach wird die Sohle betoniert, um den Transport der großen Tunnelbohrmaschine zu ermöglichen. Einmal mehr arbeiten die Mineure unter härtesten Bedingungen, um den Weg für die Maschine freizumachen. Schließlich trifft auch die Tunnelbohrmaschine selbst mit etwas Verspätung in Oberwald ein. Sie wurde in den USA gebaut und war zuletzt in China im Einsatz. Der Bohrkopf mit fast 6 Metern Durchmesser konnte wegen seiner Größe nur in zerlegtem Zustand transportiert werden. Beim Zusammenbau musste die Maschine zunächst für den neuen Einsatz adaptiert werden. Ein Team von Technikern aus der ganzen Welt war wochenlang damit beschäftigt, den Bohrkopf und den immerhin 280 Meter langen Nachläufer für den Einsatz im Versalstollen vorzubereiten. Im Juni 2005 war es dann soweit. Auf vorbereiteten Schienen wurde die Tunnelbohrmaschine durch den Fensterstollen an ihren Bestimmungsort gebracht. Ein letztes Mal war der Fräskopf mit den großen Meißeln jetzt noch sichtbar, als die Inbetriebnahme in Anwesenheit der Tunnelpatin Karin Sommer gefeiert wurde. Von nun an fährt täglich um 6 Uhr früh und um 18 Uhr abends ein Team aus Mineuren und Technikern mit der Stollenbahn kilometerweit in den Versalstollen. In 2 Schichten wird in der fast 300 Meter langen Tunnelbohrmaschine gearbeitet. Die Bahn bringt aber nicht nur Menschen, sondern auch das benötigte Material in die Nähe des Bohrkopfs, der sich rund um die Uhr in den Berg fräst. Das sind die sogenannten Tübinge, Betonfertigteile, mit denen der Stollen unmittelbar hinter dem Bohrkopf ausgekleidet wird. Die Hebevorrichtungen sind Teil der Bohrmaschine. Ferngesteuert bringen sie die Tübinge jeweils an die vorgesehene Position. Schwere Hydraulikzylinder pressen die Elemente an das Gestein.
Später wird dann dahinter noch Beton eingepresst. Nicht weniger als 14.000 solcher Teile wurden für die Auskleidung des 5,5 Kilometer langen Stollens benötigt. Doch auch die große Tunnelbohrmaschine stößt bisweilen auf unvorhergesehene Hindernisse. Es geht ja auch um Millionen, es geht um Menschen, Bergwerk. Wir sind nach wie vor, das wird viele vergessen, auch wenn die Maschine zum Einsatz kommt, sind wir unter Tage. Passieren immer wieder was man nicht vorhersehen kann. Im Versalstollen halten sich die Überraschungen zum Glück in Grenzen. Natürlich müssen auch hier die Maschinentechniker regelmäßig die Rollenmeißel austauschen. Und trotz der Größe der Maschine ist dafür auch nur ganz wenig Platz. Aber dann kann die Maschine wieder starten und fräst sich wieder Schicht für Schicht in den Felsen. Das ausgebrochene Gestein wird hier zunächst mit einem Förderband und dann mit der Stollenbahn abtransportiert und über den Fensterstollenoberwald ins Freie gebracht. Die möglichst umweltschonende Deponierung des Ausbruchmaterials war eine der zahlreichen Auflagen des Umweltprüfungsverfahrens für das Kraftwerksprojekt. Deshalb wird es nur über eine kurze Strecke an den Rand des Kopsees gebracht, wo ein neuer Hügel entsteht. Nicht alle Bauarbeiten für das Kopswerk 2 fanden unter Tag statt. Und wenn einmal außen gearbeitet werden musste, dann sahen die Bedingungen mitunter so aus. Schneestrom und Minusgrade auf 1800 Meter Höhe. Hier musste auch im Winter gearbeitet werden, denn der Kopsee wurde extra geleert, um den Bau des neuen Einlaufbauwerks zu ermöglichen. Und wenn der See leer ist, steht auch das Kopswerk 1 still. Unmittelbar hinter dem Einlaufbauwerk beginnt der Einlaufstollen. Durch ihn wird das Wasser aus dem See in den Versalstollen fließen. Doch zunächst muss der Stollen noch mit Beton ausgekleidet werden. Und vor allem fehlt hier noch ein ganz entscheidendes Bauteil. Damit der See wieder aufgefüllt werden kann, braucht es nämlich eine Art Wasserhahn. Und der nähert sich in zwei Etappen dem Kopsee. Jede der sogenannten Drosselklappen wiegt 92 Tonnen und hat bereits einen weiten Weg hinter sich, wenn sie an der Baustelle eintrifft. Sie wurde in Brasilien gebaut, per Schiff nach Hamburg und von dort auf dem Landweg ins Paznauntal gebracht. Doch damit ist das Ziel noch nicht erreicht. Denn zum Schluss muss der Schwertransport noch mitten im Winter eine Skipiste überqueren. Erst wenn der letzte Teil der Straße freigeräumt ist, kann der Tieflader hier durch. Und dann steht der spannendste Abschnitt des gesamten Transportes erst noch bevor. Zwischen dem Speichersee und dem Zugangstollen Oberwald muss der schwere Teil über eine Baustraße steil abwärts gebracht werden. Und dafür wurde sogar das Bundesheer mit einem Bergepanzer engagiert. Zentimeter für Zentimeter geht es jetzt über die kurvige Straße bergab, sodass das Team für den gerade einmal 2 Kilometer langen Weg fast 8 Stunden benötigt. Schließlich erreicht die 92 Tonnen Last aber ihr vorläufiges Ziel, den Eingang des Stollens auf Oberwald. Und während die erste Drosselklappe zwischen Stollen und Einlaufschacht an ihren Bestimmungsort gebracht und dort in der Sperrkammer an ihre Position gehievt wird, trifft oben auf dem Berg die zweite Drosselklappe ein. Diesmal ist die Straße schneefrei. Doch statt des gefrorenen Bodens hat man es jetzt mit einer weichen Fahrbahn zu tun, sodass die Erleichterung nicht weniger groß ist, als das gute Stück endlich im Stollen eintrifft. Die beiden Klappen mit einem Durchflussquerschnitt von 4,30 Metern werden hintereinander in der Sperrkammer montiert, denn schließlich müssen sie in geschlossenem Zustand dem Druck des Wassers aus dem Kopsee standhalten. Am Seegrund des Kopsspeichers nähern sich die Arbeiten währenddessen ihrem Ende. Das Einlaufbauwerk für das neue Kraftwerk nimmt Gestalt an. Die letzten Betonierarbeiten haben bereits begonnen. Rundherum beginnt der Schnee zu schmelzen und es wird höchste Zeit, den See wieder aufzustauen.
Langsam lässt man das Wasser wieder in den See fließen. Dass hier besonders behutsam vorgegangen wird, hat einen einfachen Grund. Kritisch ist der Bereich, wo wir uns jetzt befinden. Dass wir beim Einlaufbereich nicht so viel Wasser reintragen und somit auch nicht so viel Schlamm. Und von dem Deponiematerial mit einbringen, dass das Becken da gefüllt wird. Das heißt, dass wir da sehr behutsam vorgehen und die Wassermenge im letzten Bereich aber dann ziemlich stark reduzieren werden. Jetzt wird es aber höchste Zeit für einen Besuch beim Baulos 2. Mit der Seilbahn geht es nach Tafermund in 1700 Metern Höhe. Hier wurde ein eigener Zugangstollen zum 900 Meter weit den Berg geplanten Wasserschloss vorgetrieben. Mit Hilfe konventioneller Sprengungen und anschließender Betonierung des Stollens. Doch Betonieren in dieser Höhe bedeutet, dass der frische Beton fortlaufend mit der eigens gebauten Materialseilbahn zur Bergstation gebracht und hier so schnell wie möglich verarbeitet werden muss, im Sommer wie im Winter. Neben dem sogenannten Fensterstollen zum Wasserschloss und zum Druckschacht wurde hier auch noch eine große Vormontagekaverne ausgesprengt und betoniert, in der man später die Stahlrohre für den Druckschacht vormontieren kann. Natürlich wurde auch hier das ganze Jahr über gearbeitet, unabhängig von Wetter- und Schneelage außerhalb des Stollens. Innen gab es ja ohnehin weit größere Schwierigkeiten zu bewältigen. Hier entstand ein ganzes Stollennetzwerk rund um das Wasserschloss, in einem Bereich, in den kaum ein Besucher jemals Einblick erhielt. So abgelegen und schwierig zu erreichen ist er bis heute. Beispielsweise werden die beiden Kammern des Wasserschlosses durch einen 200 Meter langen und 5 Meter breiten Steigschacht verbunden. Aber noch abenteuerlicher war die Entstehung der zwei Schächte, die Fensterstollen und obere Kammer senkrecht verbinden. Wer in einen Förderkorb steigt, der im Schacht mit 3 Metern Durchmesser 160 Meter nach oben fährt und das weitgehend im Dunkeln, braucht schon ein wenig Mut. Ganz zu schweigen davon, was die Männer brauchen, die hier zu jeder Tages- und Nachtzeit mit vollem Einsatz arbeiteten. Auch hier war eine ausgefeilte Logistik gefragt, um beispielsweise den Beton in den Steigschacht zu bringen. Der wurde mit einer Gleitschalung eingebracht, eine von vielen Besonderheiten der Baustelle. Das war einer der Höhepunkte des gesamten Baus. Am 22. Juli 2006, knapp ein Jahr nach Bohrbeginn, durchstieß die Tunnelbohrmaschine den letzten Felsen des Vasalstollens, exakt an der vorgesehenen Stelle. Entsprechend groß waren die Erleichterung und die Freude bei allen Beteiligten. Doch besonders viel Zeit fürs Feiern blieb auch jetzt nicht. Zu viele Arbeiten standen noch bevor. Sobald die Tunnelbohrmaschine zerlegt und abtransportiert war, musste beispielsweise der 5,5 Kilometer lange Vasalstollen gründlich gereinigt werden. Danach folgten umfangreiche Betoninjektionen, um die vorgefertigten Betonteile gleichmäßig und vollständig mit dem umgebenden Gebirge zu verbinden. Die bergmännischen Arbeiten näherten sich jetzt auf allen Baulosen ihrem Ende. Und damit ging auch die Zeit der größten Belastungen für Umwelt und Anrainer zu Ende. Denn neben den anfänglichen Sprengungen waren es vor allem der Transport und die Lagerung des Ausbruchmaterials, das für Belastungen sorgte. Ein eigener Umweltbeauftragter stand in ständigem Kontakt mit den Anrainern, um für alle Probleme Lösungen zu finden, eben auch für das Gestein aus dem Berg. Im Bereich Partennen sind es nicht ganz 300.000 Kubikmeter. Dazu kommen noch die etwa 250.000 Kubikmeter in Kops und 100.000 in Tafermund, die dann aber letztendlich entgestaltet werden und man sieht es zum Teil hier schon grün werden, die also nach Fertigstellung der Baustelle nicht mehr erkennbar sein werden. Wir sind zurück in der Maschinenkaverne. Jenem riesigen Hohlraum, in dem das Hauptschiff des Stephansdomes Platz hätte. Auch hier wurde jetzt ein, wenn auch etwas komplizierteres, Gebäude in den leeren Raum gebaut.
Ein Jahr lang wurden hier viele Tonnen Stahl für die Armierung und vor allem noch mehr Tonnen Beton verbaut, um jene Fundamente zu schaffen, die den riesigen Maschinensätzen später genügend Halt geben sollen. Und auch mit dem Stahlwasserbau wurde schon begonnen. Beispielsweise bei der Panzerung der Druckluftkammer. Schon bald wurden auch die ersten Teile einbetoniert, die später die Maschine tragen müssen. Der Lagertragring wird den 450 Tonnen schweren Maschinensatz aufnehmen und das Gewicht in die 3,70 Meter starke Betondecke ableiten. Nicht nur die Armierung, auch die Betonierarbeit selbst dauert in diesem Fall entsprechend lang. Rund 24 Stunden ohne Unterbrechung. Auch im Bereich des Unterwasserstollens, wo das Wasser in das Rieferbecken und zurückfließt, gingen die Arbeiten zügig voran. Der Stollen wurde mit Stahlpanzerungsrohren ausgekleidet, die Hohlräume zwischen Panzerung und Fels anschließend mit Beton gefüllt. In der Kaverne wird inzwischen das Turbinengehäuse errichtet und der Einbau der ersten Düsenringleitung vorbereitet, jenes Rohrsystem, aus dem das Wasser auf die Turbine geleitet wird. Im Oktober 2006 wird die Düsenringleitung dann in drei Einzelteilen angeliefert. Die zum Teil über 50 Tonnen schweren Teile werden in die Maschinenkaverne transportiert und dort mit dem inzwischen installierten 130 Tonnen Kran an ihren Platz gelieft. 27 Kubikmeter Wasser pro Sekunde werden durch dieses Teil später in die große Turbine geleitet. 80 Kubikmeter für alle drei. Entsprechend sorgfältig muss sie jetzt erst einmal zusammengeschweißt und anschließend einbetoniert werden. Währenddessen gehen die Arbeiten in der Kaverne Tag und Nacht weiter, bis das Gebäude seine volle Höhe erreicht hat. Gut ein Jahr nach dem vollständigen Ausbruch der Maschinenkaverne war es schließlich soweit. 6 Etagen weiter oben wurde der letzte Beton eingebracht. Das Gebäude war fertiggestellt. Vom einst riesigen Hohlraum war nur noch ein kleiner Teil zu sehen. Und das musste natürlich nicht nur förmlich zelebriert, sondern auch gebührend gefeiert werden. So dürfen sich die beteiligten Ingenieure und Arbeiter in der letzten Betonschale auf ganz individuelle Art verewigen. Auch im Druckschacht zwischen Kaverne und Wasserschloss wurde währenddessen rund um die Uhr gearbeitet. Im untersten Teil, der Schachtfußkaverne, wurden die ersten Elemente der Panzerung der Druckrohrleitung in den steilen Schacht geschoben und zusammengeschweißt. Auch hier wurde der verbleibende Hohlraum mit Beton aufgefüllt. Der größere Teil der Panzerung musste dann natürlich von oben her erfolgen. Dazu wurden die einzelnen Rohrelemente zunächst mit der Materialseilbahn nach Tafamund befördert, wo sie in der Vormontagekaverne zu 12 Meter langen Rohren zusammengeschweißt wurden. Dann wurden sie 900 Meter weit zum oberen Ende des Druckschachtes gebracht. Nun wurde es wirklich spannend. Musste doch der erste 12 Meter lange Rohrschuss der Druckschachtpanzerung über die ganze Schachtlänge nach unten abgenassen werden, also mehr als 1000 Meter. Eine langwierige und schwierige Arbeit, für die eigens ein Spezialfahrzeug konstruiert wurde. Es dauerte Stunden, bis das 42 Tonnen schwere Rohr mit 3,8 Meter Durchmesser, das gerade noch in den Schacht passt, sein Ziel erreichte. Im Schacht selbst wurden die Rohre zusammengeschweißt und Schritt für Schritt mit Beton hinterfüllt. Am Übergang zwischen dem Druckschacht und den Kammern des Wasserschlosses wurden währenddessen die sogenannten Drosseln aus einzelnen Teilen zusammengefügt. Sie sollen durch ihre zylinderförmige Verengung das Wasser bremsen. Die beiden Kammern des Wasserschlosses dienen dem Druckausgleich beim Umschalten zwischen Turbinen- und Pumpbetrieb oder auch im Fall von Notabschaltungen. Das ist eine der Drosseln, die das zurückströmende Wasser in die untere Kammer des Wasserschlosses leiten. Sie wird mit Rohren verbunden, die stolze 7 Meter Durchmesser aufweisen.
Am Übergang zum Schrägschacht wird eine weitere Drossel montiert. Und schließlich folgt noch das Schlussstück in der Verbindung zwischen Druckschacht und Versalstollen. Mit dem letzten Rohrschuss, der Ende 2007 eingebaut wird, ist die Montage der Stahlwasserbauteile in diesem Bereich vollendet. Auch am unteren Ende des Druckschachtes in der Schachtfußkaverne wird jetzt intensiv gearbeitet. Die Hochdruckverteilerleitung muss enorme Kräfte aushalten, denn hier wird das Wasser mit einem Druck von 800 Meter Wassersäule auf drei Maschinen verteilt. Entsprechend gründlich muss dafür gesorgt werden, dass es keine Schwachstellen gibt. Die Schweißnähte werden mehrfach kontrolliert. Zum Beispiel wird per Ultraschall festgestellt, ob sich allenfalls noch Luftblasen oder Einschlüsse in den Schweißnähten befinden. Selbst feinste Haarrisse könnten hier entdeckt werden, wenn mittels Magnet, fluoreszierendem Eindringmittel und UV-Licht Zentimeter für Zentimeter überprüft wird. Schließlich werden noch alle Stahlteile sandgestrahlt und mit Korrosionsschutz versehen. Und selbst der wird noch genauestens überprüft. Jetzt wird es aber Zeit, das Herz des gesamten Kraftwerks näher anzusehen und beispielsweise zu erklären, weshalb die Maschinenkaverne die enorme Höhe von 60 Metern braucht. Das ist ein Querschnitt durch eine der drei Maschinen mit ihren verschiedenen Bestandteilen. Rechts oben sieht man den Wasserzufluss mit dem Kugelschieber, also gewissermaßen dem Wasserhahn. Dann folgt die Turbine, die vom Wasser in Drehung versetzt wird. Deren Energie wird im Generator in elektrischen Strom verwandelt, während der Wandler direkt darunter als Kupplung zwischen dem Generator und der Pumpe dient, mit der das Wasser wieder zurück in den See gepumpt wird. Gesamthöhe einer Maschine 38 Meter, Gesamtgewicht rund 800 Tonnen. Am Anfang war das Feuer, um das Wasser zu bändigen, könnte man angesichts dieser Bilder sagen. Es handelt sich um die Gießerei in Traisen, in der die Kugelschieber der Pumpen gegossen wurden. Jene 50 Tonnen schweren Vorrichtungen, die zum Beispiel das Wasser zwischen Pumpe und Pumpsteigleitung absperren. Sie wurden in Einzelteilen gegossen und gleich vor Ort zusammengebaut, ehe sie die Reise ins Montafon antraten. Hier wurden sie in einem eigenen Schacht in jenes Geschoss abgelassen und montiert, in dem auch die Pumpe arbeiten wird. Das ist der schon erwähnte Wandler zwischen Pumpe und Generator, ebenfalls ein Bauteil aus massivem Stahl. Er wird in St. Pölten hergestellt und noch vor dem Transport von den Maschinenbauspezialisten der Vorarlberger Illwerke genau kontrolliert. Erst wenn es hier grünes Licht gibt, können die Einzelteile des Wandlers zusammengesetzt und für den Transport nach Vorarlberg vorbereitet werden. Dort angekommen wird der Wandler in einer aufwendigen Aktion eingebaut. Er misst immerhin rund 5x5 Meter und wiegt 95 Tonnen. Mit Hilfe des 130 Tonnen Kranes in der Kaverne wird er Schritt für Schritt an seinen Bestimmungsort gehoben. Und dabei muss immer wieder einmal Hand angelegt werden, um das riesige Teil punktgenau einsetzen zu können. Noch ein wenig komplexer war die Entstehung der Pumpen. Ihre Bauteile, also Pumpentopf, Pumpenlaufrad oder Pumpenspirale, wurden in verschiedenen Spezialfirmen hergestellt, ehe sie bei Voith Siemens in St. Pölten nahe Wien zusammengebaut und ersten Tests unterzogen wurden. Das ist aber kein Test, sondern die Bearbeitung eines Pumpengehäuses. Auf einer Drehbank, die herkömmliche Maßstäbe ein wenig übersteigt. Trotz der riesigen Dimensionen geht es hier nämlich um Bruchteile von Millimetern, um später im Betrieb alle Anforderungen zu erfüllen.
Schließlich wird das Pumpengehäuse hier zusammengebaut und getestet, ehe es dann doch wieder in Einzelteilen in der Kaverne angeliefert wird. Kein Wunder, wiegt doch die gesamte Pumpe mit allen Teilen 600 Tonnen. Zunächst heißt es jetzt sorgfältig darauf zu achten, dass der Pumpentopf an die richtige Position gehievt wird. Und wieder einmal geht es dabei trotz der riesigen Ausmaße der Last um Millimeter. Und natürlich ist auch beim Einbau der Pumpenlaufräder höchste Präzision gefordert. Und einiges Geschick. Muss doch das waagrecht angelieferte Teil letztendlich senkrecht in den Pumpentopf abgesenkt werden. Erst ganz am Ende wird klar, ob die Maße auch wirklich haargenau stimmen. Ja, diese Teile, die sich in dieser Pumpe befinden, wie zum Beispiel Umlenker oder Leiträder, die haben ziemlich enge Toleranzen. Und dieses über diese Höhe von dem Montageschacht ca. 30 Meter in das Pumpengehäuse einzufädeln, ist schon eine Herausforderung. Auch das zweite Pumpenlaufrad muss exakt auf die Welle aufgesetzt werden. Schon bei kleinsten Abweichungen besteht die Gefahr, dass sich die Metallteile verkanten und die Welle oder das Rad beschädigt werden, was in Anbetracht des engen Zeitplanes zu großen Problemen führen würde. Schließlich senkt sich das Rad aber exakt in den unteren Teil ab. Inzwischen trifft der größte Teil der Pumpe im Montafon ein. Die Pumpenspirale mit ihren 9 Metern Durchmesser. Der Sondertransport kommt in der Nacht an. So versucht man, den normalen Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen. Braucht der Transport doch die gesamte Straßenbreite oder sogar ein wenig mehr. Angesichts der Dimensionen wird es jetzt ein wenig eng im Zugangsstollen und später auch im Montageschacht. Aber genau das wurde Jahre zuvor so berechnet, dass die größten Teile gerade noch durchpassen. Und das ist einer der größten Teile. Schließlich bleibt noch der Zusammenbau der einzelnen Elemente. Mit Hilfe von armdicken Schrauben, die so ziemlich jeder Kraft widerstehen können. Handarbeit ist auch bei diesem Bauteil gefragt. Der Pumpensaugkrümmer, der jetzt von unten an die Pumpe angebaut wird. Doch damit ist der Einbau der Pumpe noch nicht beendet. Jetzt muss die gesamte Konstruktion auch noch an ihre endgültige Position unterhalb des Wandlers verschoben werden. Mit Hilfe von Hydraulikzylindern, denn hier unten gibt es keinen Kran mehr, der das Gesamtgewicht von rund 600 Tonnen noch heben könnte. Und trotz dieser Dimensionen geht es am Schluss wieder einmal um einen Spielraum von 0,05 mm. Das entspricht der Stärke eines Haares. Letztlich kommt aber sogar noch Muskelkraft zum Einsatz. Bei der Kontrolle des Rundlaufes, mit der überprüft wird, ob die Pumpe auch wirklich punktgenau eingesetzt wurde und jetzt präzise läuft. Das ist das Herzstück für die Stromerzeugung. Der Generator. Und das ist einer der beiden Bestandteile des Generators. Der Stator, also der nicht bewegliche Teil, in dessen Inneren sich später der Rotor drehen wird. Er wird mit zahlreichen Stäben bestückt, die zunächst mit einer Isolation umwickelt und dann einzeln in das Stahlgehäuse eingesetzt werden. Dann wird es spannend. Ein Test mit Hochspannung soll zeigen, ob die Isolation wirklich hält. Der Stator ist natürlich zu groß und zu schwer, um als Ganzes ins Montafon transportiert zu werden. Deshalb kommt er in zwei Hälften auf der Baustelle an. Erst hier wird er dann zusammengesetzt und durch den Einbau der letzten Wicklungen fertiggestellt. Der fertig zusammengebaute Stator wird schließlich zum Maschinenschacht transportiert, um an seinem Bestimmungsort abgesenkt zu werden.
Dafür müssen gleich beide 130-Tonnen-Kräne benutzt werden, denn das Gewicht des Stators liegt mittlerweile bei rund 200 Tonnen. Und die werden jetzt Zentimeter für Zentimeter nach unten gelassen, bis sie an ihrem endgültigen Standort fixiert werden. Und das ist der zweite Teil des Generators, der Rotor. Er wurde in Weiz in der Steiermark bei der Firma VA Tech Elin hergestellt und dort gleich auf Herz und Nieren geprüft. In einem Schleudertest wurde er 2 Minuten lang auf die höchste Umdrehungszahl beschleunigt, um anschließend zu überprüfen, ob irgendwelche Schäden entstanden sind. Nach dem Transport in die Maschinenkaverne wird das wertvolle Stück erst fertiggestellt, denn schon der Kern allein wiegt 135 Tonnen. Deshalb werden die 12 Polplatten des Rotors erst hier montiert. Damit wiegt er am Schluss rund 240 Tonnen. Und in diesem Zustand wird er dann langsam in das Innere des Stators abgesenkt, wo die beiden Teile dann letztlich gemeinsam die Bewegung der Turbine in elektrische Energie umwandeln werden. Der Rotor wird exakt eingepasst. Und im Anschluss wird von Hand überprüft, ob sich das gigantische Teil mit äußerster Präzision bewegt. Der Dom muss zwischen Generator und Turbine eingesetzt werden. Eine Art Deckel, der dafür sorgt, dass kein Wasser in das Innere des Generators eindringt. Er hat einen seitlichen Stutzen und passt deshalb nicht waagrecht durch die Öffnung des Montageschachts, muss also vorübergehend in eine senkrechte Position gebracht werden. Erst kurz vor dem Erreichen seines Bestimmungsortes kann der Dom wieder in die Waagrechte gekippt und sorgfältig über dem Generator aufgesetzt werden. Wenn man so die Leute immer sieht, die hier die Besuche machen, die bringen ja meistens den Mund nicht mehr zu, vor lauter Aufreißen und gucken, wie kann man überhaupt in so einem Berg so ein riesen Teil einbauen? Das Riesenteil ist beinahe fertiggestellt. Zunächst wird noch die Zwischenwelle eingesetzt, die Rotor und Turbine verbinden wird. Dann werden die 6 Düsenstöcke montiert, mit denen das Wasser auf die Pelton-Turbine geleitet wird. Auch hier ist äußerste Präzision die Voraussetzung für den späteren Erfolg. Jetzt fehlt nur noch das Herzstück eines jeden Wasserkraftwerks, das Turbinenrad. Das vergleichsweise kleine Teil wiegt immerhin auch 45 Tonnen und muss über Jahre hinweg riesige Kräfte aufnehmen. Entsprechend sorgfältig wird es beim Hersteller hier im deutschen Ravensburg noch vor der Auslieferung vermessen und geprüft. Die kleinste Unebenheit kann hier zu Unregelmäßigkeiten führen, die nicht nur die Leistung beeinträchtigen, sondern zur Gefahr für die Haltbarkeit werden können. Und dann steht endlich einer der spannendsten Momente des ganzen Baus bevor. Das Einsetzen des mächtigen Turbinenrades in die Maschine. Jetzt erst wird sich herausstellen, ob all die Teile, die an verschiedenen Orten in ganz Europa hergestellt wurden, am Schluss millimetergenau zusammenpassen und die Düsen, das Wasser, genau in die Mitte der Schaufeln leiten. Der letzte Bauteil ist der Turbinendeckel. Wenn er fertig montiert ist, ist die Maschine endlich komplett. Sie besteht inzwischen aus vielen zusammenmontierten riesigen Einzelteilen, ist insgesamt 38 Meter hoch und rund 1350 Tonnen schwer. Der Maschinensatz stellt in dieser Form eine Besonderheit dar. Das Turbinenlaufrad samt den wasserführenden Teilen ist über dem Generator und tief unter dem Rieferbecken angeordnet. Dadurch wurde eine möglichst kompakte Bauweise erreicht. Ansonsten hätte die Kaverne gar 80 Meter hoch werden müssen. Auch die Druckluftkammern sind in dieser Form einzigartig. Eine Besonderheit des Kopswerkes 2 ist, dass die Turbine unterhalb des Rieferbeckens eingebaut ist
und dass der Wasserspiegel so nach unten gedrückt werden muss, dass das Wasser von der Turbine frei abfließen kann. Das allerschwerste Einzelteil des gesamten Kraftwerks trifft erst jetzt mit einem Sonderzug ein. Der Transformator. Er wiegt bereits im Rohzustand 165 Tonnen. Und so ist auch ein mobiler Brückenkran notwendig, um ihn beim Kraftwerk Rodund 2 vom Eisenbahnwaggon auf einen Tieflader umzuladen. Für den abendlichen Straßentransport reicht diesmal eine Zugmaschine nicht aus. Auf steileren Straßenstücken muss ein zweites Fahrzeug von hinten mitschieben. Doch die nächste logistische Herausforderung steht erst bevor. Das gewichtige Teil muss an seinen Bestimmungsort gebracht werden. Dabei hilft zunächst noch der Kavernenkran, denn der Transformator wird zuerst um 90 Grad gedreht und in die richtige Position gebracht. Doch dann heißt es umladen auf Transportrollen. In die Transformatorkaverne passt nämlich kein Kran. Und so muss der Transformator gewissermaßen von Hand an seinen Bestimmungsort gezogen werden. Natürlich mit entsprechenden Hilfsmitteln. Währenddessen werden auch jene Teile installiert, mit denen der Strom vom Generator zum Transformator geleitet wird, die Stromableitungen. Insgesamt 9 solche Ableitungen verbinden die 3 Generatoren mit den Transformatoren, die den Strom gewissermaßen transportfähig machen, indem sie die Spannung erhöhen und die Stromstärke reduzieren. Transportiert wird der Strom dann mit solchen Hochspannungskabeln. Mehrere hundert Meter davon mussten zwischen der Trafokaverne und der Schaltanlage beim Rieferbecken verlegt werden. Und das ist die letzte Station des Stromes, ehe er auf die Reise durch halb Europa geschickt wird. Die moderne Schaltanlage in SF6-Technologie, die dank ihrer Gasisolierung äußerst wenig Platz benötigt. Vergleichsweise unscheinbar und doch äußerst aufwendig und wichtig ist die gesamte Leittechnik, die sich in zahlreichen Schaltschränken und später zum Großteil unsichtbaren, kilometerlangen Kabelsträngen versteckt. Rund 4.800 Kabel mit einer Gesamtlänge von 217 Kilometern wurden verlegt. Und dabei ist die Haustechnik noch gar nicht eingerechnet. Hinter all der Hardware steckt natürlich ein ausgetüfteltes Softwarepaket, das den ferngesteuerten Zugriff auf praktisch jeden Teil des gesamten Kraftwerks erlaubt. Denn das COPSWerk 2 arbeitet im Regelbetrieb natürlich weitgehend computergesteuert. 3,5 Jahre nach Baubeginn konnten die ersten mechanischen Teile des Kraftwerks nach und nach in Betrieb genommen werden. Zunächst stand eine genaue Prüfung der Funktionstüchtigkeit auf dem Programm, so wie hier bei der Drosselklappe unterhalb des Stausees. Auch die Kugelschieber im Kraftwerk wurden noch ohne Wasser getestet, was einen letzten Blick in ihr Inneres erlaubte. Und auch die wasserführenden Teile wurden ein letztes Mal inspiziert, bevor sie zum ersten Mal gefüllt wurden. Beispielsweise der Versalstollen. Jetzt wurden auch die Mannlöcher verschraubt, durch die man zwecks Inspektion in das Rohr gelangt. Ein historischer Augenblick. Nach der Schlussbegehung gab es grünes Licht für die langsame Flutung der wasserführenden Teile. Jetzt musste sich zeigen, ob es tatsächlich keine undichten Stellen gab. 2 Jahre sind wir auf der Baustelle Hossa, vom Betrieb zum Mitlernen, Learning by Doing. Und sind jetzt im Finale, kriegen die Anlagen den ÖPRG und schauen, dass wir so schnell wie möglich störungsfrei herkriegen. Zunächst werden aber noch alle Sicherheitsvorrichtungen getestet, die in Extremsituationen in Aktion treten sollen. Beispielsweise der Überlauf des Versalstollens, über den das Wasser notfalls wieder zurück in den Kopfsee fließt. Und dann ist der große Augenblick endlich gekommen. Im März 2008 wird die Turbine zum ersten Mal gestartet. In den folgenden Monaten finden umfangreiche Probeläufe statt, ehe eine Maschine nach der anderen in Betrieb geht und schließlich auch Strom ins Netz liefert.
Und ganz zum Schluss wird die Pumpe gestartet, die im Zusammenspiel mit dem restlichen Maschinensatz das Kopswerk II zu einem der modernsten Wasserkraftwerke der Welt macht. Sie zeichnet sich durch die sehr kurzen Umschaltzeiten vom Regel- in den Pumpbetrieb und ihre Regelfähigkeit zwischen 0 und 100% aus. Bisher konnten Pumpen nicht geregelt werden, sondern nur ein- oder ausgeschaltet werden. Der Start einer Pumpe dauerte in der Regel bis zu 2 Minuten. Beim Kopswerk II können die Pumpen in weniger als 40 Sekunden gestartet werden und gleichzeitig zwischen 0 und 450 Megawatt geregelt werden. Mit diesen Innovationen haben die Illwerke ihre Position auf dem internationalen Strommarkt gefestigt und gleichzeitig ein Bekenntnis zum Standort und zur ökologischen Stromerzeugung abgegeben. 4 Jahre lang haben hunderte Fachleute unermüdlich gearbeitet, ehe das Kopswerk II im Herbst 2008 schrittweise in den Regelbetrieb überging. Etwas über 400 Millionen Euro wurden dafür investiert. Jetzt liefert das größte Pumpspeicherkraftwerk der Vorarlberger Illwerke je nach Bedarf bis zu maximal 525 Megawatt Spitzen- und Regelstrom in das europäische Verbundnetz und trägt dadurch zur umweltschonenden Energieerzeugung bei. Und trotz all der Superlative sieht man außerhalb des Kraftwerks heute kaum mehr Spuren der Bauarbeiten. Das Werk fügt sich weitgehend in die Umgebung ein. In Zusammenarbeit mit Spezialisten haben sich die Vorarlberger Illwerke bemüht, die entstandenen Narben in der Natur so gut wie möglich zu rekultivieren, um den natürlichen Lebensraum von Fauna und Flora zu schützen und zugleich als Erholungsgebiet zugänglich zu machen. Denn auch für das Kopswerk II gilt das Motto der Illwerke: sauberer Strom aus Vorarlberg.